Die Lemnetz Live und einige skurrile Einlagen von und mit dem niedlichsten Ex-Punkrocker, seit es Plüschtiere gibt. Als speziellen Vorortskorrespondenten haben wir Evans alten Kumpel Mark Kovasch von Sharon Stone verpflichtet. Der kennt Evan Dando schon seit Silvester 89, wo er mit der Sharon Stone-Vorgängerin Clips die Lemnetz portete. Evan hat übrigens auch auf Speedniks und Sharon Stone-Platten mitgesungen. Seine Schwester Holly Dando ist übrigens angeblich der größte Sharon Stone-Fan unter der Sonne. Ich rufe jetzt unseren Außenkorrespondenten Mark Kovasch. Hallo Mark. Hi Nils, hier ist der Mark von Sharon Stone. Wir stehen hier vor dem Stollwerk. Die ersten Lemonheads-Fans sind schon da. Die sind noch im Stau, die kommen gleich an. Ich melde mich hier nochmal, wenn sie eingetroffen sind. Wir gucken uns noch ein paar Videos an. Hau rein, ciao. Yes. And now it is Sharon Stone with Sample and Hold on tour with Lemonheads next spring. Just like I said before, I'm keeping on to play a part in this world. Although it seems to me I don't belong, but the candle's gonna burn. Well, you might say it's burning way too fast, although I'm burning real slow. It says you need to have a dream that lasts. You need a sample and hold. It's right on, it's burning in my sun. Should play with me. The game is hit and run. Just like I said before, I'm keeping on to all my chosen line. They say there ain't no chance for you to come along. Sorry, buddy, problems ain't mine. 'Cause here I am and I'm a star. Shine the darkness light. Saying just to God to be a star. You better watch me at night. It's riding hard. It's burning in my sun. You should play with me. The game is hidden. Das Konzert müsste gleich losgehen, nur wo steckt Evan Dando? Hallo Marc? Ist dein Vater ein Apotheker? No? Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Ja. Ja. Ich habe einen Affenscheiß in meinem Mund. Zeig mir deinen Affenscheiß im Mund. Schau. Oh, I swallowed it. Er hat es runtergeschluckt. Schmeckt das?
Mark? Ah, wir scheinen Probleme mit unserer Satellitenschaltung zu haben. Dear Evan, I'm a punk girl who likes tattoos, body piercing, hair dyeing, shaved heads and bi-level haircuts. I would like to know if guys dig these forms of defacing on girls. Well, speaking as a guy, I don't really like it much. My boyfriend's band really sucks. How do I tell him without crushing his ego? Tell him his band sucks. Dear Evan, why do you do a cover version of Charlie Manson's song in your album Creator from Stefan Hanover? Because it's a good song. Dear Evan, why did you cut your hair after the release of Come On Feel Lemonheads? You look so much cuter with long hair. Because I was sick of looking cute. Because I was sick of looking cute. Dear Evan, what are you doing with that girl in the bathtub in one of your videos? And who is she anyway? From Anna in Nuremberg. Her name is Amy Smart, and we were fully clothed and taking a bath. Hi, es ist wieder Marc von Sharon Stone. Wir sind immer noch im Stollwerk bei den Lemonheads. Und jetzt gibt es eine kleine Verlosungsaktion. Es gibt 5-mal Sharon Stone Sample and Hold das Album und 5-mal Sharon Stone T-Shirts. Hinten Columbia Full Stereo. Die kriegt ihr. Schreibt an diese Adresse. Und dann die ersten 5 kriegen das. Es geht weiter mit dem Outdoor-Type-Video unserer ersten Platte. Das ist ein Stück, was auch auf der neuen Lemonheads-Platte ist. Und ihr entscheidet, welches euch besser gefällt. Sharon Stone, Outdoor-Type für meinen Freund Hannes Wader. Always had a roof above me, always paid the rent. And I never set a foot inside a tent. Couldn't build a fire to save my life. I lied about being the outdoor type. I never stepped out underneath the stars. The closest that I came to that was one time my car broke down the suburbs for an hour at night. I lied about being the outdoor type. Too scared to let you know I knew what you were looking for. I lied until I fit the bill, God bless the great outdoors. I lied about being the outdoor type. I never owned a sleeping bag, let alone a mountain bike. Something's on TV and it's never shown again. I'm glad I'm not a climber, cause I'm afraid of heights. I lied about being the outdoor type. Never learned to swim, can't grow a beard or even fight. I lied about being the outdoor type. I lied about being the outdoor type. Always paid the rent, and I never set foot inside a tent. Couldn't build a fire to save my life. I lied about being the outdoor sun. What?
Hi, hier ist Marc von Sharon Stone. Ihr seht jetzt Sharon Stone live von der letzten Popcorn, aufgenommen am Sony-Abend im Kölner Gloria. Und ich wünsche euch viel Spaß. Shell with Out of Time, no? It's not right. Sorry, take it back. Thank you.
Wieder geht eine Wauer-Sendung zu Ende. Ich rufe nochmal unseren nimmermüden Außenreporter Marc Kovács. Marc, hörst du mich? Bin ich drauf? Bin ich drauf? Ah, vielen Dank, Nils. Ja, solche schönen Sachen findet man auf einer Bühne nach einem Lemmets-Konzert. Stofftier, Wärmflaschen, süße BHs mit Pilzen. Ein bisschen neidisch bin ich da schon. Ja, es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Es war sehr schön. Einen schönen Gruß von Evan. Und wir sehen jetzt die Lemmets live. Einen schönen Gruß an das Restaurant Italia in Blomberg. Lecker Pasta. Und ich verabschiede mich.